Our elders told stories about this place. The Wheatmouth, the White Moor, and about the endless void beyond. Unsere Alten erzählen Geschichten über diesen Ort, den Wheatmoor, den weißen Schlund und über das endlose Nichts dahinter. A few years ago, a man named Glaswal led his clan to the frost-hewn breach in Eir Glanfath, seeking a path from this world to the realm of Rimurgant. Vor einigen Jahren führte ein Mann namens Glaswolf seinen Clan zum Forstbruch in Irglanfahrt und suchte einen Pfad von dieser Welt zur Welt vom Rümergrant. Yeah. They never returned. Sie sind niemals zurückgekehrt. Ja, das war unsere Schuld aus dem ersten Teil. Klingt vertraut. Angesichts der Schiffe dort draußen im Eis sieht es so aus, als würde dein Eisberg wachsen. Und zwar schnell. Sprich weiter. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Lass uns etwas anderes versprechen. Klingt vertraut. Vanya zieht die Luft durch seine Zähne ein und es klingt schnell glucksend. The tale passed from mouth to ear to mouth again. And people began to think, if Glaswal could escape, why can't we? Ja, nur ist er nicht entkommen. Nicht wirklich. Die Geschichte wurde vom Mund zu Ohr und wieder zum Mund weitergereicht und die Menschen haben angefangen zu denken, wenn Glaswald kommen konnte, warum können wir das nicht? I suppose I saw in that an opportunity, a chance to leave the land behind. So I claimed I had a vision, and the beast was calling me. Ich vermute, ich habe darin eine Gelegenheit gesehen, eine Möglichkeit, das Land hinter mir zu lassen. Also habe ich behauptet, eine Vision gehabt zu haben, dass die Bestie mich gerufen hatte. The lie was more successful than I could have imagined. And I can imagine quite a lot. Die Lüge war erfolgreicher, als ich es mir hätte vorstellen können. Und ich kann mir so einiges vorstellen. Though not apparently how to leave the land by chartering passage on a boat like the rest of us. Anscheinend aber nicht ein Weg, das Land hinter sich zu lassen, indem du wie wir eine Passage auf einem Schiff gebucht hast. With what coin? I had none. What of you? How did you afford the fare? Mit welchem Geld? Ich hatte nichts. Was ist mit dir? Wie hast du die Fahrt bezahlt? Hierbei geht es nicht um Itwin. Eine gute Frage. Wie hast du die Überfahrt zu den Republiken bezahlt? Nichts sagen. That concerns you not, Priest. Das geht dich nichts an, Priester. Ein leises Schnauben tönt unter Vatniers Maske hervor, während er seinen Kopf schüttelt. No, I suppose not. Nein, ich glaube nicht. Ja, was kannst du mir über diese Kreatur sagen? I don't know what to tell you. It's a dragon, or looks like one. And rotten enough that linking it to the god of decay seemed reasonable. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Es ist ein Drache, oder sieht zumindest so aus. Und er ist so verwest, dass es mir logisch erschien, ihn dem Gott des Verfalls in Verbindung zu bringen. You're full of horse apples, you mean? Du warst voller Pferdeäpfel, meinst du? Sie bläst ihre Backe auf. Ja, Xoti hat interessante Wortwahl. This is holy to him, so perhaps I'm not wrong. Dieser Platz ist ihm heilig, also liege ich vielleicht nicht falsch. Wie hat ein Ungläubiger wie du es geschafft, der Anführer dieser Gemeinschaft zu werden? It's not that I'm not an... Es ist nicht so, dass ich bin kein. Sein Kopf fällt mit einem langen Seufzen zur Seite. We're rare, the god touched. More so, those changed by the beast of winter. Wir sind selten die von Gott berührten. Noch mehr diejenigen, die von der Bestie des Winters geändert wurden. Growing to adulthood in the land, in the white that wends, it's difficult enough without the numbness, a stiffness, a pain. In dem Land, in dem ewigen Weiß, erwachsen werden ist schwierig genug, ohne die Taubheit, die Steifheit, den Schmerz. Those of us who do survive, our communities expect things of us. Leadership, wisdom. Diejenigen, die überleben, unsere Gemeinschaft erwartet Dinge von uns. Führung, Weisheit. So you just donned the role presented you. Like a well-cut coat. Du hast also einfach die Rolle angenommen, die dir präsentiert wurde, wie ein gut sitzender Mantel. Wie einen gut sitzenden Mantel. I became the leader they expected me to be. Ich wurde der Anführer, den sie erwartet hatten. Ja, weißt du, warum dieser Eisberg existiert? Wir sind weit vom ewigen Weiß entfernt. No. Whatever answers you seek, you will likely find within the temple. The temple beneath the ice.
Nein, welche Antworten du auch suchen magst, du wirst sie im Tempel finden, im Tempel unter dem Eis. Es gibt einen Tempel unter dem Eis. Was macht ein Tempel in diesem Eis, in einem Eisberg? I don't know. I think maybe the iceberg formed around the temple. Ich weiß nicht, ich denke, dass sich der Eisberg vielleicht um den Tempel herum gebildet hat. Perhaps it's because of the Wheatmouth. The closer you get to it, the colder everything becomes. Vielleicht liegt es am Wheatmouth. Je näher man ihm kommt, desto kälter wird es. Was genau ist dieser Wheatmouth? Like the Frost-Hewn Breach. It's a passage through the walls of the world. From this one to the next. So wie der Frostbruch ist auch der Wheatmouth ein Durchgang zwischen den Welten. Er führt von dieser Welt in die nächste. To the White Void. Specifically, seat of Rimmergund himself. Zum Weißen Nichts speziell, dem Sitz von Rimmergund selbst. Du bist dir dessen sicher? So the stories say. None who has gone in has ever returned to confirm it. But so laut, I didn't expect them to, right? So lauten die Geschichten. Niemand, der je hineingegangen ist, kam zurück, um es zu bestätigen. Aber das würde man von ihnen auch nicht erwarten, oder? Ich werde mir dieses Portal mal näher ansehen und du wirst mitkommen. Must he? Muss er das? Edwin sieht den maskierten Mann finster an. What? I'm not. I'm needed. My people need me here. Was? Ich bin nicht. Ich werde gebraucht. Mein Volk braucht mich hier. Er wehrt dich mit der offenen Handfläche ab. Dann bleib hier. Im Gegensatz zu dir spreche ich zu den Göttern und Rimmergund sagte, dass du mir helfen wirst. Setze dich mit mir dem Risiko des Tempels aus oder riskiere den Zorn deiner Anhänger, wenn ich dich als Betrüger entlarve, der du bist. Du musst das richtigstellen, Watney. Hilf mir, deinem Volk zu helfen. Sag mir einfach, wie ich dorthin komme. Nehmen wir mal die vier. I suppose I owe it to them. Ich schätze, ich schulde es ihnen. Er starrt seine bandagierte Handflächen an. Fine, fine. I'll accompany you to the Wheatmouth. Gods protect us. Gut, gut, ich werde dich zum Wheatmouth begleiten. Die Götter mögen uns beschützen. Mit eng um seinem Oberkörper geschlungenen Arm wiegt er sich selbst hin und her. We'll need to ascend the cliff above Harbinger's Watch. This will help. Wir müssen die Klippen oberhalb der Botenwacht emporklettern. Das hier ist dafür nützlich. Er zieht zwei Eispickel zwischen seinen Sachen hervor. Du hast die richtige Wahl getroffen. Er nickt wie betäubt. Warte, ist Eispickel. Ja. Du hast den Gegenstand erhalten. Der Gegenstand wurde dem Lager abgelegt. Oh, Vatnir ist... Er hat drei Augen auf der einen Seite. Ja, Priester. Aber, ganz ehrlich, ich nehme ihn nicht mit. What? Where are you? What is this room? Was? Warum bist du? Was ist das für ein Raum? Where is Vatnir? Wo ist Vatnir? Ich habe ihn gebeten, mir zu helfen, die Wahrheit über diesen Drachen herauszufinden. Er hat zugestimmt. Rimmergund hat Vatnir aufgetragen, mir bei der Untersuchung dieses Drachen zu helfen. Du wagst es, am Dämmersprecher zu zweifeln? Das ist seltsam. Er war eben hier. Nehmen wir mal die zwei. Incredible! Truly, this day is blessed. Oh, Betrügerei. Oh, unglaublich. Dieser Tag ist wahrlich gesegnet. Doch dann fällt Halfnors Blick zum Boden. I don't suppose the Beast of Winter told you what we Harbingers should do next? Ich nehme an, die Bestie des Winters hat dir nicht gesagt, was wir Boten als nächstes tun sollen. Rimmergund hat alles unter Kontrolle. Versuch einfach, dieses ordentliche Meer zu versenken, bis wir wieder da sind. Alles wird gut, Hafjon. Führe die Boten in Vatnirs Anwesenheit. Ich glaube an dich. Ihr solltet euch weniger Sorgen darum machen, was die Götter wollen, mehr darum, was ihr braucht. Rimmergund ist nicht hier, um euch jede noch so kleine Entscheidung abzunehmen. Diese Sache müsst ihr selbst auf die Reihe kriegen. Nehmen wir die zwei. I have no idea why. Warum auch immer. Thank you, Dusk Speaker. I swear, I'll prove worthy of your faith. Danke, Dämmersprecher. Ich schwöre, ich werde dein Vertrauen nicht enttäuschen. Er richtet sich auf und spannt die Schultern an. I should probably get back to the surface to do surface things. Ich sollte wohl wieder zurück an die Oberfläche, um zu tun, was man an der Oberfläche eben tut. Ja, Xoti ist jetzt ein bisschen enttäuscht von mir. Leider.
Sollte kein Mensch überhaupt nicht leiden, die hinterlistige Taktiken oder Täuschungsbasis einsetzen, um ihren Willen zu bekommen. Ja. In der zeigt eine negative Reaktion gegenüber Menschen, die grausam oder kaltherzig gegenüber Tieren sind. Ja, das würde ich auch nie sein. Jedenfalls nicht absichtlich. Das Problem ist manchmal, dank der tollen deutschen Übersetzung, dass man Sachen missverstehen kann und dann irgendwelchen Murks dabei rauskommt. Aber passiert zum Glück eher seltener in letzter Zeit. Also im ersten Teil fand ich das noch schlimmer. Naja, supi. I should have known that flying corpse would not stay down for long. Die Bestie kehrt zurück. Ich hätte wissen müssen, dass eine fliegende Leiche nicht lange tot bleibt. Ja. So, und jetzt sollten wir eigentlich hier hochklettern können. Die flache Eisfläche ragt über der Botenwache empor. Sie ist leicht schräg nach außen geneigt und hängt wie ein Schutzwagen über der Siedlung. Mit den Eispickeln erklettern. Mit den Eispickeln, die du Duvatni abgenommen hast, schreitest du zur Wand. Du hast einen der Pickel in das Eis. Langsam und sehr vorsichtig kletterst du die steile Wand hoch. Deine Muskeln schmerzen, als du schließlich den Vorsprung etwa 25 Meter über dem Boden erreichst. Die Spitze des Eisbergs breitet sich vor dir aus. Eine breite Hochebene aus solidem Eis übersät von alten, verfallenen Ruinen. In der Ferne glitzert das Meer, ein Silberstreifen am Horizont. Ja, ich habe hier oben ja ein bisschen was zu tun jetzt. Zum einen werde ich hier wahrscheinlich auf Leute treffen, auf Aussiedler treffen, die ein bisschen feindlich gesonnen sind. Dann soll ich hier ja von irgendwelchen Automatons oder Animatons irgendwelches Öl besorgen für den Braumeister und irgendwer hat noch irgendwas gebraucht. Ja, die Map ist etwas größer, gut. Aber jetzt gucken wir mal die höheren Tiere. Templer, richtig. Ja, feindliche Pilger, genau. Die muss ich besiegen. Und die Forstkonstrukte. Keep it down. A frozen coast. How familiar. Let us finish this quickly, yeah? Eine gefrorene Küste. Wie vertraut. Bringen wir das schnell hinter uns, ja? Ja, hier hängt schon mal jemand Wäsche zum Trocknen auf und sichert das Ganze mit einer Falle. Okay, hier hängt überall ein bisschen Wäsche zum Trocknen. Ja, Frost. Whoa, whoa, look. Stand here. Na dann. So help me God, I'll whoop the next one of you who takes aim at me. Du heilst dich. Hoffentlich schnell genug.